Hallihallo, eine weitere Episode meines Mathe-Tutorials. In dieser Episode geht es um den sogenannten größten gemeinsamen Teiler. Beim größten gemeinsamen Teiler handelt es sich um die größte Zahl zweier Zahlen, die in beide Zahlen noch reinpasst, ohne einen Rest zu lassen. Machen wir mal ein Beispiel. Der größte gemeinsame Teiler zum Beispiel von, man schreibt dann GGT, also das ist kurz GGT. Von zum Beispiel 440 und 700 suchen wir jetzt. Also die Zahl, die in beide diese Zahlen reinpasst, ohne einen Rest zu hinterlassen. Diesen GGT herauszufinden, da gibt es recht viele Methoden. Eine recht schöne ist allerdings die Primfaktorzerlegung. Und zwar zerlegen wir einfach beide Zahlen in ihre Primfaktoren. Das habe ich jetzt schon gemacht. Da ist die 440 entspricht 2 mal 2 mal 2 mal 5 mal 11 und die 700 entspricht 700 2 mal 2 mal 2 mal 5 mal 5 mal 7. Also das sind die jeweiligen Primfaktoren der beiden Zahlen. Um den größten gemeinsamen Teiler herauszufinden, jetzt aufgrund dieser Primfaktorzerlegung, müssen wir oben und unten jeweils eine Zahl sozusagen wegstreichen und dann weiter unten einfach hinschreiben. Also ich mache mal hier als Beispiel, die 2 ist, ja, in beiden kommt sie vor, deswegen können wir sie wegstreichen hier. Und dann machen wir hier unten halt als Rücklage sozusagen eine 2, dann ist bei beiden immer noch eine 2, da können wir sie nochmal wegstreichen, dazu mal 2. Und dann können wir die nächste 2 allerdings nicht mehr wegstreichen, denn unten hat es keine 2 mehr. Also wir müssen auf beiden Seiten immer den gleichen Primfaktor wegstreichen können, um ihn hier unten hinzuzufügen sozusagen. Und dann der nächste, da die 5, die hat es wieder unten auch, also mal 5. 11 hat es unten nicht und 7 hat es oben nicht, also war es das im Prinzip. Und wir haben hier die Primfaktorzerlegung des größten gemeinsamen Teilers. Das müssen wir jetzt einfach nur noch kurz ausrechnen. Und dann haben wir hier 20 und haben dadurch im Prinzip schon die Lösung vom größten gemeinsamen Teiler dieser zwei Zahlen. Und zwar ist das ganz einfach 20. Nochmal etwas langsamer, wir zerlegen erstmal beide Zahlen in ihre Primfaktorzerlegung. Dann streichen wir jeweils Zahlen weg, allerdings nur, wenn sie oben und unten noch vorhanden sind. Und wenn sie oben und unten vorhanden sind, dann streichen wir sie, wie gesagt, weg und schreiben sie unten hin. Dann das machen wir beliebig mit allen Primfaktoren durch, bis es keine mehr zum Wegstreichen gibt. Und dann haben wir hier unten eine Rechnung, 2 mal 2 mal 5 oder bei anderen 2 Zahlen wären das eben dann andere Zahlen und das ist eben die Primfaktorzerlegung des größten gemeinsamen Teilers. Das heißt, wir müssen sie einfach nur noch ganz stupide ausrechnen. 2 mal 2 mal 5 gibt 20 und dadurch haben wir den größten gemeinsamen Teiler dieser zwei Zahlen gefunden. Gut, das war's zu dieser Episode und zum größten gemeinsamen Teiler. Ich hoffe, es hat wieder gefallen. Bis zum nächsten Mal.